Lass mal reingehen und uns Monet reinziehen. Alligator, Sido. Bin mir jetzt unsicher, ob ich es kenne. Mal schauen. Also mir kommt auf jeden Fall das Thumbnail bekannt vor, aber bin mir nicht sicher. What the fuck? Okay. Heute Recording Session. Alligator featuring Sido. 8. Oktober. Achso, ist schon so alt? Ah, okay. Ich dachte, das wäre ein neueres Ding. Okay, komm, wir checken mal. Sido, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber für mich ist, glaube ich, Sido der größte Star oder die wichtigste Figur im Deutschrap. So für mich jetzt. Der hat meine komplette Kindheit geprägt und auch wenn er so musikalisch vielleicht, ja, wobei, Alter, Sterne hieß, glaube ich, der Song, oder? Wo die so in so einer Therapiesitzung saßen. Der bringt auch heute noch geile Mucke, ne? Aber vielleicht nicht mehr so viel, die ich feiere wie früher, aber er bringt immer mal wieder einen Hit, den ich feiere, so. Für mich ist, glaube ich, Sido so der wichtigste Charakter, den ich so nennen würde. Der hat meine komplette Kindheit und Jugend geprägt mit seiner Mucke. Weiß ich nicht, Alter. Ne, da kann auch ein Bushido für mich nicht mithalten. Ne, weil viele Leute nennen ja auch gerne mal so Bushido so als Legende, jetzt unabhängig davon, wie da der Verlauf war, karrieretechnisch. War für mich Sido, hatte der ja trotzdem immer einen anderen Stellenwert. Der hat es irgendwie immer geschafft, so, weiß nicht, auch jung und alt zu erreichen. Ne? Also mit seinen Themen und wie er die verpackt hat. Also Sido für mich immer Endlevel gewesen. Okay, let's go. Wir mal gucken mal, was hier rumkam. Ich bin perfekt wie ein Gemälde von Monet. Digga. Ich bin komplett, auch mitten im leeren Portemonnaie. Warte mal, ey, so vom Stil erinnert mich das gerade an Dima Richmond, Digga. Was so diesen Herbert Grönemeyer gemacht hat. Nee, aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass der Alligator, das ist echt krank. Weil der auf der einen Seite so lyrisch irgendwie wirklich so im Endlevel mitspielt, ne? Also jetzt so rein inhaltlich, wie er seine Texte schreibt, aber auch technisch, aber dann gleichzeitig auch so extrem poppige Ohrwurm-Hooks mit so einer geilen Stimme, die sich so direkt in die Ohren brennt. Ist schon krass. Perfekt wie ein Gemälde von Monet. Ich bin komplett, auch mitten im leeren Portemonnaie. Ich bin ein krasser Motherfucker, von der Mähne bis zum Zeh. Ich bin ein Egoist, okay. Digga, das ist mein Song, Alter. Von der Mähne bis zum Zeh. Ich bin ein Egoist, okay. Ein bisschen Ego ist okay. Guck mal, ich klopf mir wieder selber auf die Schultern. Guck mal, wie jedes Mal gebe ich mir eine Eins. In meinem kleinen Paradies bin ich der Sultan. Es gibt kein Problem, ich bin der lebende Beweis. Mann, ich acker hart für die Miete 24-7. Ich tue, was ich kann, aber niemand ist zufrieden. Die Frau an meiner Seite ist mal wieder nicht geblieben. Aber sie können mir nicht verbieten, mich zu lieben. Ist egal, Mann. Bei Sido ist, guck mal, das ist ähnlich bei beiden eigentlich, ne? Sido ist auch so einer, egal auf welchem Beat der rappt, der ist immer dope. Ne? Ob er jetzt auf diese klassischen Boom-Bap-Dinger kommt oder so trappig. Auch wenn es nicht so mein Film ist, ich mag es lieber, wenn er so, ne, oldschooliger unterwegs ist, aber er ist immer, also er findet immer so seinen Stil, egal auf welchem Beat er unterwegs ist. Er klingt auch nie so imitierend, weißt du, was ich meine, so wie ich will gern klingen, wie, es ist trotzdem immer Sido, egal auf welchem Beat er rappt, es ist immer Sido. Meiner Seite ist mal wieder nicht geblieben, aber sie können mir nicht verbieten, mich zu lieben. Ist egal, Mann, ich weiß, ich bin nice und der heißeste Scheiß, weit und breit Nummer 1 und der King. Zum Beweis 1000 Likes, Digga, was für eins live. Tut mir leid, aber Eigenlob stimmt. Ich bin perfekt wie ein Gemälde von Monet. Ich bin komplett, auch mitten im leeren Portemonnaie. Ich bin ein krasser Motherfucker, von der Mähne bis zum Zeh. Ich bin ein Egoist, okay. Ein bisschen Egoist, okay. Bei dem, was ich für die Gesellschaft tue, kann ich nur sagen, wow. Denn jeden Tag entscheide ich mich erneut gegen den Amoklauf. Stattdessen Endlichkeit in der Keines Video, Alter. Wow, Ego ist okay. Ja, das war gerade Icke Hüftgold, ne? Dieser Schlagersänger, glaube ich, ne? Ich glaube, ich kenne keinen, doch einen Song. Der hatte doch einen so ganz bekannten, oder? Aber gar nicht meine Mucke, deswegen kann ich da gar nicht so viel zu sagen. Ein Ego ist okay, ein bisschen Ego ist okay. Bei dem, was ich für die Gesellschaft tue, kann ich nur sagen, wow, denn jeden Tag entscheide ich mich erneut gegen den Amoklauf. Stattdessen... Ah, stimmt, warte mal, wie heißt er denn? Nico Santos, glaube ich? Weil Aga kennt den auf jeden Fall. Ich glaube, die findet den voll geil, also so musikalisch. Die sagt immer so, Nico Santos, so, der ist so geil und so. deswegen kenne ich den. Ja. Das sind alle, zum Beispiel ich,
Jetzt, also ohne Agger, würde ich den nicht kennen so. Also wahrscheinlich kenne ich Lieder von dem, ne? Oder wenn ich dann mal eine Hook höre, dann könnte ich die zuordnen. Aber ihn jetzt so einfach so als Typ im Video hätte ich nie gecheckt. Gesellschaft, du kann ich nur sagen, wow, denn jeden Tag entscheide ich mich erneut gegen den Amoklauf. Stattdessen Nettigkeit in der Bäckerei, baut mir eine Statue, da werden doch gerade Plätze frei. Ja, ich fordere von der Menschheit Respekt, denn auch auf fremden Toiletten mache ich die Bremsstreifen weg. Klar ist jeder von euch krass, aber nicht Donnerstags, da wird für mich vom Balkon geklatscht. Immer offene Ohren und Obst in der Wohnung, ich hol mir den Mitmensch des Monats Award. What? Zur Belohnung die große Portion, lass mich posen, denn Hochmut kommt vor. Ich bin perfekt wie ein Gemälde. Ist auch geil, das Fall einfach weglassen. Portion, lass mich posen, denn Hochmut kommt vor. Ich bin perfekt wie ein Gemälde von Monet. Ich bin komplett auf. Also ich mag lieber die Songs. Ich weiß nicht, ob vielleicht noch irgend so ein dritter Part jetzt kommt, der dem nochmal so eine andere Sichtweise oder irgendwie so einen Twist mit reinbringt. Aber ich mag es am liebsten, wenn der Alligator irgendwie so ein, keine Ahnung, so gesellschaftskritisch oder irgendwie so eine zweite Ebene noch im Song mit drin hat. Ist natürlich musikalisch krass, kann man vorstellen, war bestimmt auch sehr erfolgreich, ne? Weil es natürlich auch so eine Hook ist, die voll ins Ohr geht. Wie ein Gemälde von Monet. Ich bin komplett auch mitten im leeren Portemonnaie. Ich bin ein krasser Motherfucker von der Mähne bis zum Zeh. Ich bin ein Ego. Ist das Sido gerade? Sido, ne? Okay. Also so teilweise zumindest. Ein bisschen Ego ist okay. Ich bin nice, bis zum geht nicht mehr. Ich weiß nicht der Rede wert, nur eins. Wann kriege ich diesen Preis für mein Lebenswerk? Ja, ja, da Sido und Alligator im Wechsel, aber bei Sido ist auf jeden Fall viel gemacht worden, man hört das. Also ein Alligator funktioniert wahrscheinlich mit weniger Effekthascherei, der kann halt einfach auch singen. Nur eins. Wann krieg ich diesen Preis für mein Lebenswerk? Mein Eisbein ist legendär. Kein Schwein hat sich je beschwert. Verleiht mir endlich diesen Preis für mein Lebenswerk. Danke. Ja, auf jeden Fall, ich find's geil, dass der auch oft so auf dem Boden geblieben ist. Ich bin perfekt wie ein Gemälde von Monet. Ich bin komplett auch mitten im leeren Portemonnaie. Was für ein krasser Motherfucker. Ich weiß, normalerweise mache ich keine Komplimente, aber ich muss dir sagen, ich finde, ich habe das richtig gut gemacht. Boah, Alligator, gut, dass du das ansprichst. Ich habe mich die ganze Zeit nicht getraut, es zu sagen, aber ich finde, ich habe es perfekt gemacht. Ja, schade. Ich hätte mich voll gefreut, wenn es so ein, weil gerade Sido ist ja auch jemand, der kann auch so, ne, textlich auch ein bisschen so die tiefere Schiene oder tiefere Schiene ganz gut. Das wäre jetzt zum Beispiel so ein Song, ich finde der, guck mal, der ist ultra rund gemacht, ne? Aber den würde ich zum Beispiel nie wieder hören, weil der mir einfach zu flach wäre, so inhaltlich. Weißt du, das mir, ja, das, so, ne, die einzelnen Elemente sind alles, ist alles super gerappt, das klingt auch alles super, alles gut gesungen, aber da gibt es zum Beispiel so einen Song wie Musik ist keine Lösung oder Nachbeben, das gibt mir inhaltlich einfach mehr. Da habe ich dann inhaltlich was, was mir irgendwie was gibt. Ich habe mir Musik ist keine Lösung bestimmt 20 Mal noch reingezogen, nachdem wir es gestern gehört haben. Und Nachbeben auch einige Male. Das ist so ein Song, den habe ich jetzt einmal gehört. Der klingt auch nice, der ist bestimmt auch so ein Radio-Hit gewesen. Aber das war es dann auch für mich. So, weißt du? Ich feiere Alligator, aber den Song nicht. Ja, okay, aber ich kann's verstehen. Wahrscheinlich bist du dann da ähnlich unterwegs, dass du da vielleicht auch inhaltlich noch ein bisschen was brauchst, ne? Weil hier klingt's halt so, da ist ja jetzt nicht wirklich irgendwie, ja, die haben so auf selbstironisch, ja, ne, die großen Egos präsentiert, aber viel mehr habe ich da jetzt für mich nicht rauszuholen gehabt. Und das brauche ich aber, ne? Da kann das Song so gut gesungen sein oder so gut produziert sein, wie er will, aber das reicht mir nicht. Außer vielleicht, wirklich zum im Hintergrund hören. Aber das kommt bei mir halt meistens nicht vor. Ich weiß, dass viele Menschen quasi den ganzen Tag Musik hören. Ich kenne einige, die hören dauerhaft Mucke. Einfach im Hintergrund oder ne, so durch den Alltag. Bei mir ist es immer so, also ich höre mir Musik eigentlich nie einfach so an, sondern weil ich irgendwie in dem Moment irgendwas brauche. Sei es irgendwie ein Gefühl, in das ich mich reinlegen möchte, so, oder weil ich irgendwie gerade in Gedanken bin und das unterfüttern möchte. Also bei mir ist es immer so,
extrem vom Vibe. Der Vibe muss passen und dann brauche ich die Musik dazu. Und deswegen kann ich, glaube ich, auch einfach mit Mucke, die einfach nur gut klingt, nicht so connecten. Klar, ich bin mir auch im Klaren darüber, dass ich damit eher, was heißt alleine dastehe, aber dass es viele Menschen gibt, die brauchen da nicht mehr. Die haben einen coolen Song und das ist auch in Ordnung. Und das ist auch okay. So sind halt die Menschen unterschiedlich. Ne?